Und auch wenn Edmund Stoiber ganz zum Schluss nicht mehr allzu viele Fans hatte, die sich noch um ihn scharten, aber einer sitzt heute hier. Und das ist Uli Hoeneß, Manager des FC Bayern. Er bedauert sehr, einen neuen Ministerpräsidenten zu bekommen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich muss es wirklich sagen, mich hat es nämlich echt geärgert, was der Hoeneß vorhin gesagt hat. Aber was Sie jetzt gerade gesagt haben, das glauben Sie doch selber nicht. Das ist doch das Problem. Die CSU braucht doch diesen Schmarrn gar nicht. Was ihr da alles jetzt macht. Denn bei der nächsten Wahl kriegen sie selbstverständlich mehr als 50%. Nein. Weil ja kein Mensch in Bayern was anderes will. Das ist doch ganz klar. Aber ihr müsst endlich mal wieder mit mehr Transparenz, mit mehr Sauberkeit an dieses Geschäft rangehen. Es will ja kein Mensch die SPD bei uns in Bayern. Es will ja kein Mensch die Grünen oder die FDP. Eines ist klar, ich sehe überhaupt keine Gefahr, obwohl ich jetzt so kritisch bin, dass die CSU unter 50% rutschen könnte. Mhm. Da können die anderen Volksbefragungen machen, wie sie wollen. Da haben sie keine Chance, Frau Roth. Schauen wir mal. Keine Chance.